Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Spiritfarer. Wir sind leider... Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Spiritfarer. Wir haben leider in der letzten Folge wieder einen Mitreisenden weitergebracht, also leider in dem Sinne, dass es mal wieder einen zusätzlichen Abschied bedeutet. Für den Mitreisenden ist es ja hier eine Weiterreise. Was möchte Stanley denn? Weiß, rundlich und hart. Ei! Er meint ein ganz normales Frühstücksei. Warte, das haben wir doch. Doch, das ist ein Ei. Eine seltsame Bezeichnung für ein Ei. Aber gut. Haben wir das auch gelöst? Stimmt, hier werden wir den Kleber noch weggebracht zu einem Stadtviertel. Das wollten wir uns ja noch anschauen. Das wollten wir uns ja noch anschauen, wie sich das entwickelt hat. Warte mal generell durch. Obstiges müssten wir mal wieder ein bisschen sammeln. Hier haben wir alles zu Pulver zerstampft. Geschmolzen haben wir. Ja, Gold bin ich noch ein bisschen geizig. Aber ansonsten sieht es relativ gut aus. Pulsarwaren sind relativ wenig. Könnten wir wenigstens einmal noch ansetzen. Hatten wir das nicht schon gemacht? Ich dachte, das haben wir schon gemacht. Bin ich sicher, soll ich das jetzt noch machen oder lassen wir den Fisch da einfach mal im Inventar rumgeistern? Ich kann ihn zum Kochen eher gebrauchen. Ich mag die neue Fähigkeit. Damit kommt man jetzt so schnell voran. Ein Traum ist das. Das sieht jetzt richtig hübsch aus. Der ist neu. Wir hatten noch nie einen Seeigel, oder? Oh, mir gefällt das. Die Laternen würde ich mir noch überall auf dem Schiff wünschen. Das sieht vielleicht cool aus. Hier ist was fertig. Ja, hier ist auch was fertig, aber das ernten wir mal noch nicht. Ich will mal das hier endlich wieder machen. Schon so lange nicht mehr geangelt.
stimmt ja, wir waren ja in einem Gebiet. Ganz vergessen. Oh Gott, erstmal wieder das Timing hinkriegen. Nein. Komm zurück. Oioioioioi. Hartnäckig bis zum Schluss. So, können wir denn was aufwerten? Nein, da fehlt uns ein Bauplan. Haben wir schon. Haben wir schon. Sein Haus haben wir schon. Rotgoldplatte hergestellt, letzte Folge. Wir haben die Uhr, wir haben endlich die Uhr. Verwöhnen wir ihn mal ein bisschen. Leinenfarbe 42! Heiliger! 42 Leinenfaden. Seidenstoff, Elektrumplatte, Stahlplatte. Stahlplatte? Elektrumplatte müssten wir sogar können. Oh Gott, was ist passiert? Aham. Aham. Aha. Aha. Wenn? Ich tue auch noch. Aha. Aha. Nein! Nein! Du nicht auch noch! Warum? Ich hab doch dein Lieblingsessen noch nicht gefunden! Und wir haben doch gerade erst jemanden weggebracht! Was? Ein Ort für coole und gefährliche Experimente. Okay, eine Sekunde, Stanley. Ich muss erstmal die anderen wecken. Auch wenn die anderen nicht mehr so viele sind. Irgendwie wird es langsam leer hier. Wo will er denn hin? Den Keller. Oh, wir hatten ja noch ein Gebäude. Das habe ich ja völlig aus den Augen verloren. Das nennt man einen Keller, Stanley. Morgen, Mickey. Du möchtest natürlich wieder Kneipenfutter, ich weiß. Das wird nur inzwischen ganz schön schwierig. Hi.
jetzt habe ich den Absprung verpasst. So, jetzt aber. Nein, ich wollte mit Stanley reden. Das, Stanley, findest du nicht in einem Keller. du möchtest Frühstück und Nachtisch, was nicht aus Gemüse oder Obst besteht. Frühstück oder Nachtisch? Oh, anscheinend hatte ich ihm das schon gegeben. Entschuldigung. Nein, die Frühstücksüberwachung. Er hat sie abgelehnt. Oh. Das klingt nicht nach einem schönen Traum. Okay, probieren wir mal hier rein. Cool. Milchprodukt kann in einem Keller zu Joghurt verarbeitet werden. Ja, wir kriegen Joghurt. Okay, machen wir das auch. Gustav will gehen. Ich will nicht, dass Gustav geht. Er ist fester Bestandteil hier. Ich habe mich schon an seine Anwesenheit gewöhnt. Er ist mit am längsten hier gewesen. Mark möchte altmodisches Essen. Oh nein. Entschuldige. Entschuldige. Wow. Ach, er ist knuffig. Was? Aha. Oh. Aha. 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 Ich fand jetzt nicht unbedingt, dass das überreagiert ist, vielleicht doch ein bisschen. So,
war das gerade? Wir haben doch gar nichts aufgedeckt. Um dieses Geräusch. So. Ich weiß, wir sollten Gustav weiterbringen, aber... Kann ich ihn nicht noch ein bisschen da behalten? Oh Gott, das klingt wie so ein Haustier. Nein, ich will nicht. Ah, manchmal hasse ich mein Gewissen. Manchmal hasse ich mein Gewissen. Furchtbar. Ich habe mein Wort gegeben. Ich werde mich dran halten. Schweren Herzens. Habe ich gar keine Leinen? Ich habe gar keine Leinen. Schock, schwere Not. Oh, ich höre die Musik im Hintergrund schon. Nein, bin ich eigentlich nicht. Aha. Eine Mahlzeit noch. Exotisch nicht gebraten. Exotisch nicht gebraten. Das ist, glaube ich, gebraten. Hatte ich ihm beim letzten Mal nicht schon Wangtang gegeben? Bin unsicher. Eine Frittata ist definitiv gebraten. Die Paella ist auch gebraten. Oh nein! Tempura ist... frittiert, zählt frittiert als gebraten? Ich würde sagen, ja. Aha. Was? Kein Kommentar? Ich hätte ihm die Mahlzeit vorher geben sollen und die Umarmung. Aber vorhin wollte er noch nicht. Vorhin wollte er doch noch nicht. Natürlich. Aha. 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 Thank you.
Aha. 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 Oh, es gibt wieder eine Begegnung. Das ist doch Gustav, oder? Was ist Lila? Hier komme ich nicht. Jetzt. Wow. Das geht auch? Aber was, wenn da drüben noch was gewesen wäre? Ich guck nochmal. So doof. Ich bin zu weit rüber. Okay, nochmal das Ganze. So, hier ist aber. Ich wollte gerade sagen, Gott sei Dank war hier noch was. Aber es führt nirgendwo hin. Die sind anscheinend einfach nur da. Gut. Kleiner Exkurs. Es war ein Versuch wert. Boah, die Sprungpassagen werden auch immer komplizierter.
Das ist doch Stella, oder nicht? Die goldene Person. Aber wo geht sie hin? Irgendwann musste sie anscheinend auch gehen. Aber noch relativ jung, so wie es aussieht. Sie schien ja immer dabei zu sein, wenn Leute weiterziehen. Hat Trost gespendet, war immer an ihrer Seite. Und wenn man das Bild hier drüben betrachtet, hat sie das entsprechend auch natürlich mitgenommen. Ist sie daran dann gestorben? Oh, das hat sowas Endgültiges hier. Ich hab's befürchtet, dass er kommt. Ein Obolus? Er hat uns einen Obolus gegeben? Hallo? Wieso ist denn seine Blume hier? Ich hätte auch nicht so eine Blume erwartet. Das ist Stellas Schwester? Thank you.
Ich bin verwirrt. Jetzt ist einfach ihre Schwester aufgetaucht? Aus den Blumen, die hier wachsen? Moment, ich muss ganz kurz mal... Was? Was? Jetzt, also, ja. ich muss mich mal ganz kurz sammeln. Jetzt bin ich verwirrt. Gut, wir haben eh Folgen über Länge. Irgendwie mal wieder geschafft. Ich weck mal ganz kurz. Nicht, dass wir den Klang der Glocke verpassen. Ja. Ich bin gerade etwas verwirrt. Ich muss das ganz kurz sacken lassen. Mich kurz sammeln. Und ihr könnt ja dann mal, bis die nächste Folge kommt, einfach mal drüber nachdenken, was hier gerade passiert ist. Mal schauen, was ihr dazu sagt. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann. Ciao!